Kapitel 803. Wenn für das Tier die Zeit kommt, den Antichristen zu offenbaren, werden große Zeichen gesehen werden. Dienstag, 21. Mai 2013, 16.30 Uhr. Meine innig geliebte Tochter, wenn für das Tier die Zeit kommt, den Antichristen zu offenbaren, werden große Zeichen gesehen werden. Donnergrollen, wie es noch nie zuvor gehört worden ist, wird in vielen Teilen der Welt spürbar sein, besonders aber in dem Teil der Welt, wo der Antichrist geboren wurde. Inzwischen wird mein Heiliger Geist ausgegossen über meine Anhänger in allen meinen christlichen Kirchen sicherstellen, dass sie bereit sind. Sie werden zusammen mit meinen Jüngern aus dieser Mission die Restkirche bilden. Ihre Macht wird groß sein, und jene mit dem Siegel des lebendigen Gottes wird kein Schaden ereilen. Ihre Macht wird von den Gebeten herrühren, die ihnen von meiner Mutter und in den Kreuzzuggebeten geschenkt sind. Der Antichrist wird seine Herrschaft behutsam beginnen. Niemand wird seine Absichten vermuten, weil scheinbarer Friede über die Erde herabsteigen wird. Diese Zeit wird für euch, meine Restarmee, sehr wichtig sein, um euch in Gebetsgruppen zu versammeln. Ich verspreche es euch feierlich, dass diese Gebete einen Großteil der Gräueltaten abschwächen werden, die der Antichrist den Nationen zufügen wird, die die vier Ecken der Erde bevölkern. Ich werde all jenen Nationen, in denen Gebetsgruppen gebildet sind, Gnadenfristen gewähren. Es wird durch eure Hingabe an mich, euren geliebten Jesus, sein, dass ich Seelen retten und mehr Gnadengaben auf die Menschheit ausgießen werde, um Gottes Kinder vor dem Leid zu schützen, welches das Tier insgeheim plant. Vertraut auf mich. Seid in Frieden, im Bewusstsein, dass ihr geführt und beschützt werdet. Euer Jesus.